Ja, lieber Herr Dr. Bösweg, lieber Charlie, vielen, vielen Dank. Das hier ist ein Forum, in dem wir alle Themen besprechen können, von allen Seiten durchleuchten. Und das freut mich wirklich sehr, dass wir dieses Haus so nutzen können im Sinne der Friedensstadt 2017, 100 Jahre. Als Grundlage für den heutigen Vortrag habe ich verschiedene Quellen benutzt, die ich vorab benennen möchte. Zwei Essays der Journalisten Heiko Flotau und Bastian Werner, die Bücher von David Fromkin, A Peace to End the Peace, mittlerweile ein Standardwerk über dieses Problem, von Thomas E. Lawrence, er kommt doch in meinem Vortrag des Häufigen vor, selbst, Seven Pillars of Wisdom, dann natürlich von dem israelischen Autor und Historiker Tom Segev, Es war einmal ein Palästina, und einen ZDF-Beitrag. Vor 100 Jahren hat der britische Außenminister Arthur Goepfer in einer nach ihm benannten, aber nicht von ihm verfassten Erklärung, worauf ich später eingehe, den Juden eine Heimstatt in Palästina versprochen. So wie Gott, lästert der prominente palästinensische Theologe Mitri Raheb auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin 2017. Die knappe Erklärung des britischen Außenministers war eine der folgenschwersten des Jahrhunderts. In ihr bündelten sich, so der Nahost-Experte Heiko Flotau, Zitat, ganz verschiedene Strömungen, Angst vor jüdischer Zuwanderung nach Großbritannien vor 100 Jahren, britische imperiale koloniale Politik, Kampf gegen Deutschland und den Bolschewismus. Wie ein früher christlicher, nicht-jüdischer Zionismus. Zitat Ende. Vor 100 Jahren erklärte Goepfer, sein Land werde die Gründung einer jüdischen Heimstatt in Palästina befürworten. Es war ein merkwürdiges Dokument, das der britische Außenminister am 2. November 1917 an seinen adligen Kollegen, den jüdischen Bankier Lord Rothschild, richtete. In einer Zeit, als Großbritannien nicht einmal in Palästina präsent war oder es besaß, geschweige denn das Recht dazu hatte. Die Regierung seiner Majestät, steht in dem Dokument, betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern. Allerdings dürfte nichts unternommen werden, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der einheimischen, nicht-jüdischen Gemeinschaften beeinträchtigen könne. Dass die Rechte der Einheimischen beachtet werden müssten, war schon zur Zeit der Abfassung des Briefes nichts als eine schöne, aber absolut gegenstandslose Floskel. Die palästinensische Bevölkerung, die zu über 90% aus arabischen Muslimen und Christen bestand, lediglich als nicht jüdisch zu bezeichnen, hat sich später als eine reine zionistische Haltung erwiesen, die davon ausging und noch ausgeht, dass es niemals Palästinenser gegeben habe und dass Palästina ein Land ohne Volk sei. Seit 1917 gilt die Goepfer-Erklärung sozusagen als Rechtsgrundlage für die Gründung eines jüdischen Staates. Rothschild nannte die Zusicherung das größte Ereignis in der jüdischen Geschichte der letzten 1800 Jahre, die Rückkehr der Juden seit ihrer Vertreibung durch die Römer in alle Welt. Für die palästinensischen Araber handelte es sich bei dieser Goepfer Declaration um einen ziemlich
unverschämten Akt. Das in der Deklaration gemachte Versprechen einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina habe zur Vertreibung und Entwurzelung der einheimischen palästinensischen Bevölkerung geführt, das damit seit 1917 einen hohen politischen und menschlichen Preis gezahlt habe, heißt das in einer Mitteilung der palästinensischen Autonomiebehörde vor kurzem. Dem jüdischen Volk indessen bescherte diese Erklärung mehr als eine Heimstätte, nämlich einen Staat. Eine Heimstätte wäre ein Gebilde gewesen, in welchem sowohl die Einheimischen als auch die Zuwanderer identische Rechte hätten. Das wünschen wir uns heutzutage auch noch und ist nicht mal erreichbar. Der heutige Staat Israel aber nimmt sich das Recht, nur der Asymmetrie wegen, über die Nichtjuden, also über die Palästinenser, unumschränkt zu herrschen. Zudem ist dieses Israel wohl der einzige Staat auf der Welt, der seine Grenzen bis heute nicht definiert hat. Noch immer befindet sich dieser Staat in Expansion. Deshalb fordert Palästina jetzt nach 100 Jahren Balfour Erklärung eine offizielle Entschuldigung der britischen Regierung, Entschädigung sowie die staatliche Anerkennung Palästinas in den Grenzen von 1967. Die Antwort der Regierungschefin May ist, Großbritannien sei stolz darauf, dieses Dokument überhaupt in den Weg eingesetzt zu haben. Ich werde im weiteren Abschnitt jetzt mich beziehen auf die Ereignisse im Nahen Osten und später komme ich nochmal genauer zu den Geschichten oder zu den Ereignissen, die zu diesem Konflikt geführt haben. Alawiten und Sunniten haben in Syrien einen Herrscher. Sie hätten lieber zwei. Die Kurden leben in vier Staaten. Sie hätten lieber einen. Wenn überhaupt. Juden und Araber, haben wir vorhin gehört, sagen Israel, Palästina, das ist unser Land. Nirgends fließt heute so viel Blut wie im Nahen Osten. Warum wurde ausgerechnet der Nahe Osten zur Bühne von Gewalt, Zerstörungen und Kriegen? Die gängige Antwort lautet, zu viele Völker, zu viele Religionen und Konfessionen auf einem kleinen Raum. Auf den ersten Blick ist das überzeugend. Wer aber wirklich verstehen will, warum der Krieg in diesem Teil der Welt nicht endet, muss 100 Jahre zurückblicken in eine Zeit, in der es die gegenwärtigen Grenzen noch nicht gab. Fast 600 Jahre lang lebten im Osmanischen Reich Völker und Religionen, Türken, Araber, Kurden, Muslime, Christen und Juden, verhältnismäßig friedlich zusammen. Verhältnismäßig. Es gab Konflikte, zugegeben. Manchmal auch Kriege, natürlich auch. Aber insgesamt vertrugen sie sich erstaunlich gut. Dann kam der Erste Weltkrieg. Länder wurden eingeschmolzen, andere neu geformt. Reiche zerfielen, andere entstanden. Das galt für Europa, aber noch viel mehr für den Orient. Aus dem Osmanischen Imperium erwuchsen jene Staaten, deren Umriss man heute kennt. Für die Neuformung waren Politiker und Generäle, Diplomaten und Agenten verantwortlich. Doch entscheidend für den Umbruch im Nahen Osten waren neben Balfour drei Männer. Zwei von ihnen waren Ideologen, einer war ein Opportunist,
Alle drei waren sie Briten. Und alle drei hatten sie sehr gute Vorstellungen davon, welche Grenzen nach dem Krieg den Nahen Osten ordnen sollten. Leider passten diese Vorstellungen nicht zusammen. Denkt man die Konflikte von heute zurück in die Vergangenheit, so landet man am Ende immer bei diesen drei Figuren. Erstens bei dem Offizier Thomas Edward Lawrence, der 1917 eine der tragischsten Heldengeschichten der Moderne schreiben wird. Zweitens bei dem Aristokraten Mark Sykes, über den der amerikanische Autor Scott Anderson kürzlich schrieb: Es ist schwer, jemanden zu finden, der im 20. Jahrhundert ohne böse Absicht und ohne eine Armee mehr Verwüstung anrichtete. Und bei dem Chemiker Dr. Chaim Weizmann, der eigentlich der Schwächste in diesem Trio hätte sein müssen, ohne politisches Amt, ohne Geld und der am Ende dennoch den größten Erfolg hatte. Die gemeinsame Geschichte der drei Herren beginnt nicht im Nahen Osten, sondern in London, am Sitz des britischen Premierministers, wo sich im Herbst 1915 die Mitglieder des Kriegskabinetts fragen: Wie verhindern wir, dass die Deutschen den Krieg gewinnen? Die britische Regierung fürchtet, Deutschland könne den Krieg länger aushalten, weil der Sultan des Osmanischen Reiches auf deutscher Seite in den Krieg eingetreten ist und die Muslime der Welt zum Heiligen Krieg gegen die Alliierten ausgerufen hat. Und im britischen Kolonialreich leben, wie wir alle wissen, Millionen Muslime. Die Strategen in London benötigen also eine Idee für eine Politikwende, und zwar dringend. Unerwartet meldet sich der britische Hochkommissar für Ägypten mit einem Plan, der beides lösen soll: den drohenden Aufstand der Muslime ersticken und gegebenenfalls Deutschland niederzwingen. Wenige Wochen zuvor, im Sommer 1915, ist ein Brief in Kairo eingetroffen, dessen Absender sofort das Interesse der Briten weckt: Scharif Hussein, ein Stammesführer aus Mekka, der mächtigste Mann der arabischen Halbinsel. Hussein träumt von einem großarabischen Reich, bestehend aus dem heutigen Syrien, Libanon, Irak, Israel, Palästina, Jordanien und der gesamten arabischen Halbinsel. Er bietet den Briten ein Geschäft an. Er führt die Araber in eine Rebellion gegen die Osmanen. Er hilft also den Briten, den Krieg zu gewinnen. Und dafür helfen die Briten ihm wiederum, nach dem Sieg seinen Staat zu gründen. Die Idee ist für die Briten sehr verlockend. Und was hat man schon jetzt zu verlieren? In Kairo lebt ein Mann, gerade 27 Jahre alt und wahrscheinlich der beste Kenner des Nahen Ostens in Diensten der britischen Regierung. Sein Name ist Thomas Edward Lawrence. Er spricht fließend Arabisch, kennt Leute und Kultur, sodass ihn der Geheimdienst seiner Majestät schnell anheuert, als der Krieg losbricht. In Kairo ist Lawrence begeistert. Während seine Regierung den Arabern aus rein strategischen Gründen einen Staat verspricht, findet er, dass sie ihn tatsächlich verdient haben. Lawrence verehrt und schätzt die Araber
und setzt sich mit Begeisterung für ihre Unabhängigkeit ein. An anderer Stelle löst die Nachricht von Husseins Deal einen Schock aus. Im November, also nur einige Monate später, 1915, treffen in London britische Diplomaten mit François-Georges Picot zusammen. Attaché der französischen Botschaft in London. Picot ist ein Alliierter, ein Freund also. Aber als die Briten ihm vom Versprechen an die Araber gerichten, reagiert er mit kompletter Unglaublichkeit. Nachdem so viele Franzosen gestorben seien, argumentiert Picot, könne man nicht einfach potenzielle Kriegsbeute im Nahen Osten wegschenken. Picot überbringt in London eine klare Nachricht. Die Idee eines großarabischen Reiches empfindet er ohnehin als lächerlich. Frankreich will Syrien, gerne auch das biblische Palästina. Also der erste Anspruch der Franzosen auf Palästina in diesem Zusammenhang. Die Briten sind alarmiert. Einen Streit mit Frankreich können sie im Moment nicht brauchen. Die Achse Paris-London ist das Rückgrat des Krieges gegen Deutschland. In London überlegen die Diplomaten, wie sich der Konflikt lösen lässt und bitten einen jungen Parlamentarier namens Sykes, der sich im Nahen Osten so gut auskennt, um Rat. Sykes hat eine Landkarte dabei. Als er am 16. Dezember 1915 den Amtssitz des Premierministers betritt. Sykes, 36 Jahre alt, seit 5 Jahren Abgeordneter, hat den Nahen Osten bereist und ein Buch über die Region veröffentlicht. Dass viel des darin nicht stimmt, weiß niemand von denen, die ihm an diesem Morgen zuhören. Nicht der Premierminister, nicht der Kriegsminister, auch nicht der Munitionsminister David Lloyd George. Sykes bereitet seine Karte auf dem Tisch aus und sagt, ich schlage vor, eine Linie zu ziehen von E in Acre, das ist Akko in Palästina, hier, bis zum letzten K in dem Wort Kirkuk. Alles oberhalb der Linie sollte Frankreich zufallen. Das heutige Syrien, der Libanon, die Südtürkei, der Nordirak. Alles unterhalb der Linie sollen Großbritannien bekommen. Das heutige Israel, Palästina, Jordanien, den größten Teil des Iraks, und die arabische Halbinsel. Sykes Vorschlag gefällt dem Premier und Frankreich wäre besänftigt. Natürlich weiß der Premier, dass diese Lösung mit dem Versprechen an Hussein kollidiert. Es geht um dasselbe Land, aber was soll er tun? Entscheidet er sich für die Araber und gegen die Franzosen, gefährdet er die Allianz gegen Deutschland. Entscheidet er sich für die Franzosen und gegen die Araber, könnten sich diese auf die Seite der Osmanen und Deutschen schlagen. Der Premier will beides. Unser Mittel, um das zu bekommen, ist die Geheimhaltung. Die Araber müssen ja nichts von der Absprache mit Frankreich erfahren. Frankreich ist jetzt wichtiger. Mittlerweile hat Sykes das Kriegskabinett überzeugt, die britische Nahostpolitik in seine Hände zu legen. Die Minister glauben, Sykes spreche Arabisch und Türkisch.
Er kann weder das eine noch das andere. Zitat: Zeit ist ein Meister des Verdrehens, des Biegens und des Zurückhaltens von Informationen. 5 Tage später trifft Sykes zum ersten Mal mit dem Franzosen Picot. In wenigen Tagen handeln sie ein Dokument aus, das zerstörerische Wirkung entfalten wird. Das Sykes-Picot-Abkommen. Gerade mal 3 Seiten lang enthält eine Karte des Nahen Osten, in der ziemlich genau die Linie gezogen ist, die Sykes dem Kriegskabinett vorgeschlagen hat. Oberhalb der Linie ist die Fläche französisch-blau eingefärbt, unterhalb ist sie britisch-rot. Palästina mit seinen heiligen Städten, darauf haben sich die Franzosen und die Briten geeinigt, soll international verwaltet werden. Rechts unten an den Rand setzen die beiden ihre Unterschriften. Das Dokument ist streng geheim. Innerhalb weniger Wochen haben die Briten ein Land, das sie erst noch erobern müssen. 2 unterschiedliche Parteien versprochen. Es ist, als hätten sie 2 Züge, so beschreibt es Flotau, die. Zunächst scheint das dreiste Spiel zu funktionieren. Am 5. Juni 1916 ruft Scherif Hussein in Mekka zum Aufstand gegen die Osmanen auf. Als Lorenz in Kairo vom Sykes-Picot-Abkommen erfährt, fühlt er sich von seiner Regierung verraten. Kurzerhand beschließt Lorenz, den Sykes-Picot-Plan zu sabotieren und den Arabern doch zu ihrem Recht zu verhelfen. Jetzt macht er Krieg und Außenpolitik auf eigene Rechnung. Gegen die Osmanen. Aus Thomas Edward Lorenz wird fortan Lorenz von Arabien. Währenddessen geschieht in London etwas, das oberflächlich betrachtet wenig mit dem Nahen Osten zu tun hat. In Wahrheit aber die vielleicht wichtigste Weichenstellung für die Zukunft der Region ist. Im Dezember 1916 wird David Lloyd George zum neuen Premierminister ernannt. Einer der Männer, die sich ein Jahr zuvor von der angeblichen Nahostkenntnis des Mark Sykes überzeugen ließen. In den Jahren zuvor hat ihn immer wieder ein ziegenbärtiger Mann besucht, der elegante Anzüge trägt und Englisch mit russischem Akzent spricht. Sein Name ist Dr. Chaim Weizmann. Weizmann ist der führende Zionist Großbritanniens. Sein Ziel ist ein jüdisches Palästina. Wie Lorenz, wie Sykes, will auch Weizmann eine Grenze ziehen. Das biblische Land zwischen Mittelmeer und Jordan soll den Juden erneut eine Heimat werden. Das Problem ist, dieses Land gibt es noch gar nicht. Weizmann hat sich die Lebensaufgabe gemacht, es zu schaffen. Ein Land für die Juden. Weizmann will die Briten davon überzeugen, nach dem Krieg Palästina an die Juden zu übergeben. Er macht sich an die Arbeit und findet schnell Zugang zu den höchsten Kreisen Großbritanniens, auch zum Munitionsminister Lloyd George, der gerade Verwendung für einen findigen Chemiker hat. Lloyd George braucht große Mengen an Aceton. Der chemische Stoff wird zur Herstellung von Artilleriegeschossen eingesetzt. Weizmann als Chemiker
arbeitet Tag und Nacht und ersinnt sich eine neue Methode, mit der sich in kurzer Zeit große Mengen Aceton herstellen lassen. Bei jedem Gespräch mit Lloyd George, schwärmt Weizmann von den Vorteilen, die ein jüdischer Staat in Palästina für Großbritannien hätte. Wäre ein solcher Staat nicht ein Stück Landbrücke vom britischen Ägypten ins britische Indien? Passt ein jüdisches Palästina nicht auch zum christlich-jüdischen Weltbild des gläubigen, evangelikalen, also christlich-zionistischen Lloyd George? Wäre es nicht gerecht, die Juden, dieses Volk ohne Land in Palästina, diesem Land ohne Volk siedeln zu lassen? Und hat sich der treue Weizmann nicht eine Belohnung für seine Dienste in der Munitionsherstellung verdient? Lloyd George wird zum Anhänger der zionistischen Idee und Weizmann weiß, dass er auf den richtigen Mann gesetzt hat. Weizmann hat es geschafft, einen dritten Zug aufs Gleis zu setzen. Aus drei Richtungen fahren jetzt drei Züge aufeinander zu, ein arabischer, ein französischer, ein zionistischer. Als Lawrence auf seiner Mission, den Sykes-Picot-Abkommen zu sabotieren, ins Wüstenkern der arabischen Rebellion einreitet, trifft er deren Kommandeur Faisal, Husseins Sohn. Lawrence wird sein wichtigster Berater und damit quasi der Befehlshaber der arabischen Rebellenarmee. Anfang Januar 1916 nimmt Lawrence Faisal zur Seite und sagt etwas, wofür er mit dem Tod bestraft werden könnte. Er erzählt dem Freund Faisal von Sykes-Picot. Er verrät den Verrat und entwirft einen neuen Plan für die Araber und mit den Arabern. Wenn man es fertigbringe, den britischen und französischen Truppen zuvorzukommen und das Land, auf dem Faisals Vater Hussein sein arabisches Reich erschaffen will, allein zu erobern, könne man womöglich vollendete Tatsachen schaffen. In London empfangen am 7. Februar 1917 die sieben führenden britischen Zionisten, unter ihnen Chaim Weizmann, einen Gast. Er ist der neue Nahostsekretär des Kriegskabinetts. Der Premier Lloyd George hat ihn gerade ernannt. Sein Name Mark Sykes. Sykes weiß von den Sympathien des Premiers für den Zionismus. An diesem Morgen erzählt ihm Weizmann und die anderen, dass sie sich einen jüdischen Staat unter der britischen Krone wünschen. Keinenfalls wollten sie einen französischen Einfluss auf Palästina. Sie alle wissen nichts von dem Sykes-Picot-Abkommen, von dem geheimen Plan, den ihr Gesprächspartner ein Jahr zuvor ausgehandelt hat und der genau das vorsieht, französischen Einfluss auf Palästina. Sie wissen auch nichts vom Versprechen an die Araber. Und Sykes schweigt eisern. Im April 1917 bricht Sykes in den Nahen Osten auf. Vor seiner Abreise weist ihn der Premier, Lloyd George, an, dem Araberführer Hussein nichts zu versprechen. Schon gar nicht in Bezug auf Palästina. Zitat: Die Juden können uns mehr nutzen als die Araber. Zitat Ende. Der Zionismus ist Teil der britischen Außenpolitik geworden. Mark Sykes
ist zu diesem Zeitpunkt einer der ganz wenigen Menschen, die von jedem der drei Versprechen wissen. Während der französische Zug unvermindert weiterrollt, hat Sykes vom Premierminister also den Befehl erhalten, den zionistischen Zug zu beschleunigen und den arabischen zu bremsen. Dafür aber muss er Lawrence von seiner Mission abbringen. Lawrence begreift nun endgültig, dass London vom Versprechen an Hussein abgerückt ist. Vielleicht erzählt ihm Sykes auch, dass die Araber in den Zionisten einen weiteren Gegner haben. Plötzlich hat es Lawrence sehr eilig. Mit seinen Kämpfern reitet er durch die Wüste und erobert zum Erstaunen der britischen Armee die Stadt Aqaba am Roten Meer. Das Gespräch mit Sykes und der Verrat seiner Regierung haben ihn tief schockiert. Über Nacht gilt er als Kriegsheld und spricht jetzt auf Augenhöhe mit britischen Generälen, deren Armee sich in Ägypten bereit macht für die Schlacht um Palästina. Seine arabischen Streiter wissen nichts, bis auf Faisal, von dem Vertrauensbruch der Briten. Und Lawrence schämt sich dafür. Später schreibt er, Zitat, wäre ich den Arabern ein ehrlicher Berater gewesen, hätte ich ihnen sagen müssen, geht nach Hause und riskiert hier nicht euer Leben. Zitat Ende. Aber das tut er nicht. Noch hofft er. Sein Intimfeind Mark Sykes spürt, dass ihm Lawrence nur gefährlich werden kann. Er versucht es mit Charme. In einem Brief schreibt er, Lawrence' Plan war prächtig und ich will, dass er zum Ritter geschlagen wird. 10 Jahre unter unserer Führung und die Araber sind eine Nation. Sofortige Unabhängigkeit bedeutet für sie Armut und Chaos. Zitat Ende. Lawrence schreibt zurück, 7 Seiten lang, teils sarkastisch, teils unverstellt beleidigend. So böse, dass ein Vorgesetzter den Brief nicht an Sykes weiterleitet. Lawrence führt eine Art Guerillakrieg durch, lässt Brücken sprengen, Gleise sabotieren, osmanische Patrouillen überfallen. Nicht nur Lawrence hat es eilig. Auch Weizmann geht einen Schritt weiter. Hinterzimmersympathien und Lobbyarbeit für einen Judenstaat reichen ihm nicht mehr. Er will eine öffentliche Erklärung. Weizmann will eine öffentliche Erklärung der britischen Regierung. Etwas, worauf sich die Zionisten nach dem Krieg berufen können. Im mit Deutschland verbündeten Russland ist die Revolution ausgebrochen. Auch vorhin gehört, das war ja 1917. Ein Frieden zwischen Deutschland und Russland wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Für Großbritannien eine große Gefahr. Es könnte den Sieg für Deutschland bedeuten. In Großbritannien bleiben 2 Hoffnungen. Erstens, Russland hält durch und bittet die deutschen Truppen weiter. Zweitens, die USA greifen endlich auf der Seite der Alliierten ein. Weizmann sagt, er könne behilflich sein und verspricht, den Einfluss der Juden auf beiden Seiten zu mobilisieren. Der israelische Historiker Motti Golani und Biograf von Chaim Weizmann schreibt von einem Bluff Weizmann. Da Weizmann diesen Einfluss nie hatte. Besonders als er den Briten gegenüber behauptet, Zitat, wenn die Briten nicht interessiert sind an der Zusammenarbeit mit den Zionisten, die Deutschen stehen bereit. London fällt darauf herein. Im Oktober 1917 tagt in einem Konferenzraum im Londoner Außenministerium erneut das Kriegskabinett. Vor der Tür
In einem Vorzimmer sitzt Weizmann und wartet. Da erscheint ein strahlender Mark Sykes mit den Worten, Zitat, Dr. Weizmann, es ist ein Junge. Das Kabinett hat einen von Weizmann vorbereiteten Text angenommen, der nur zwei Tage später nach dem britischen Außenminister als Balfour-Erklärung veröffentlicht wird. Jetzt haben wir den Bogen. Die Balfour-Erklärung ist von Weizmann selbst verfasst worden. In dieser Lage erkaufte sich London mit der Balfour-Erklärung vom 2. November 1917 die Unterstützung der einflussreichen zionistischen Weltorganisation. Dort in Palästina zieht der Weil Lorenz mit seinen Kriegern durchs Hinterland. Sie lassen Eisenwaggon mit türkischen Soldaten entgleisen und mähen die Überlebenden mit Maschinengewehren nieder. Kennen wir von dem Film. So bereiten sie die Invasion der britischen Armee vor, die am 11. Dezember 1917 Jerusalem erobert. Das Heilige Land ist jetzt im Besitz Großbritanniens. Es ist genau jene Situation eingetreten, die die Briten gleichzeitig erhofft, aber auch gefürchtet haben. Sie haben Palästina nun drei Parteien versprochen. Jetzt müssen sie entscheiden, welche Versprechen sie halten und welche sie brechen. Als die Araber unter Lorenz in Damaskus einweihten, sind die Osmanen faktisch besiegt. Aber was ist das wert? Will Großbritannien den Arabern ein eigenes Land zugestehen? Der Premier steht nun endgültig vor der Situation, vor der Sykes hoffte, sie werde nie eintreten. Die Araber um Sharif Hussein und Lorenz haben ihr Leben riskiert. Picot hat Frankreichs Anspruch bekräftigt und Weizmann ist in den Nahen Osten gereist, um seiner Forderung vor Ort Nachdruck zu verleihen. Als Lorenz Weizmann zum ersten Mal in Palästina trifft, ahnt er, dass seine Bemühungen umsonst gewesen sein könnten. Weizmann ist vorsichtig. Er spricht nicht direkt von einem Staat der Juden. Er versichert, die jüdische Einwanderung wäre kein Nachteil für die arabische Bevölkerung. Aber Lorenz durchschaut seine Rhetorik. Nach dem Gespräch schreibt er in einem Brief an seine Eltern, Zitat, Dr. Weizmann hofft auf ein komplett jüdisches Palästina in 50 Jahren und auf ein jüdisches Palästina hinter britischer Fassade bis dahin. Mit diesen Worten beschreibt Lorenz die Zukunft ziemlich präzise. Bloß in einem Punkt irrt er sich. Es dauert keine 50 Jahre, nur 30. Dann gründen die Juden ihren Staat, nennen ihn Israel und der erste Präsident wird Chaim Weizmann. Und Premier Lord George lässt die Züge ineinander rasen, als es Anfang Dezember 1919 in London zum entscheidenden Gespräch zwischen ihm und seinem französischen Kollegen so sagt, sag mir, was du willst. Lord George, ich will Mosul im Irak. Sollst du haben? Was noch? Ja, Jerusalem. Sollst du haben? Somit bricht die britische Regierung endgültig ihr Versprechen an die Araber. Auf den Friedenskonferenzen wird der Sykes-Picot-Grenze völkerrechtlich Realität, bis auf eine Korrektur in Kurdistan. Lord George sagt, die Freundschaft zu Frankreich ist uns 10 Syrien wert. Und überlässt den Franzosen das Mandat für das heutige Syrien und den heutigen Libanon. Sofort müssen sie die ersten Aufstände niederschlagen. Drei Jahrzehnte lang blutten die Franzosen in Syrien.
und die Sykes-Picot-Linie verfestigt sich. In ihrem eigenen Einflussgebiet schaffen die Briten zum Trost für die Araber zwei Kleinstaaten, den Irak und Jordanien. In Bagdad mit dem Araberführer Faisal und in Jordanien mit dessen Bruder Abdallah als König. Husseins Söhne haben nun beide ein Interesse daran, die Grenzen und damit ihr Herrschaftsgebiet zu bewahren und nicht zu verändern. In Palästina regieren die Briten zunächst selbst, fördern aber die jüdische Einwanderung, wie sie es Weizmann versprochen hatten. Hier und da gab es zwischendurch auch einen Stopp der Einwanderer auf Druck der arabischen Bevölkerung, aber das ist nicht gegenseitig jetzt der Thematik. Über 500.000 Juden strömen in den 30 Jahren des britischen Mandats ins Land, unter ihnen viele, die der Verfolgung durch die Nazis entkommen sind. Da Palästina aber kein Land ohne Volk ist, das nur auf diese Menschen gewartet hat, beginnt bald das gegenseitige Morden. Die einheimischen Araber gegen die eingewanderten Juden und umgekehrt. 1948 ziehen die Briten aus Palästina ab, ohne zurückzublicken. Die Juden füllen das Machtvakuum, weil sie unter britischer Herrschaft eine staatsähnliche Infrastruktur aufgebaut haben, über die die Araber nicht verfügten. Es ist die Geburt Israels. Die von Großbritannien und Frankreich im Orient gezogenen Grenzen waren so willkürlich und so heftig, dass sie bis heute zu spüren sind. Am Ende der Friedenskonferenz, so schreibt es der amerikanische Historiker David Fromkin, der vor kurzem verstorben ist, in seinem mittlerweile Standardwerk A Peace to End All Peace, befand sich der Nahe Osten auf einem Weg, der zu endlosen Kriegen von damals sind weitgehend auch die von heute. Niemandem gefiel der Zuschnitt der neuen Grenzen. Niemanden, außer den von den Kolonialmächten eingesetzten Herrschern, sozusagen der neuen Grundstücksbesitzern, selbst. Zunächst hießen sie Faisal, Abdallah und Ibn Saud, später Saddam und Assad. So schufen Briten und Franzosen eine neue Klasse politischer Akteure. Auf einmal gab es Herrscher, die die willkürlich gezogenen Grenzen verbissen verteidigten. Hinzu kommt ein weiteres Spezifikum des Nahostproblems, der spätere Abzug der Franzosen und der Briten in den 40er Jahren bedeutet nicht, dass die Araber in Ruhe ihre Grenzprobleme hätten lösen können, da der Wüstenboden unermessliche Ölvorräte birgt und die Region geostrategisch wichtig ist, mischen die Weltmächte weiter kräftig mit, bis heute. Hatten sich später Amerikaner oder Russen, übrigens bis heute, mit einem der Herrscher verbündet, wollten sie, dass er bleibt. Hatte er Probleme mit den Bewohnern seines eigenen Herrschaftsgebietes, schickte sie gerne ein bisschen Geld oder ein paar Waffen oder was eben gebraucht wurde, um die Leute ruhig zu stellen. Arbeitete ein Herrscher gegen seine einseitigen Unterstützer, wurde er gestürzt und schnell ersetzt. Bis heute. Was also kann man heute tun, um das ewige Töten vielleicht doch zu beenden? Kann man nicht einfach die Grundstückbesitzer vertreiben? Darüber streiten Amerikaner und Russen in Syrien heute noch zu lesen und zu hören, Russen und Türken. Und Saudi-Arabien spielt auch noch eine Rolle mit und so weiter. Die Debatte verstellt aber den Blick
auf den Kern des Problems. Selbst wenn Assad heute weggeht, reicht das nicht. So wie es nicht reichte, Saddam zu stürzen. Meine verehrten Damen und Herren, auf die Diskussion mit Ihnen freue ich mich sehr, vor allem wenn wir zu Donald Trump kommen. Vielen Dank.